Einen wunderschönen guten, mal ein kleines Update. Das Auto ist gepackt, es geht an den Lake Manchu. Wir hatten jetzt hier noch einen Tag beim Niklas gechillt, richtig entspannt, haben hier übernachtet, hatten abends hier gegrillt, uns ist gut gehen lassen. Der Andy ist jetzt schon mit dem Axel vorgetrennt zum Lake Manchu, weil das in dem Auto zu viert ein bisschen kuschelig gewesen wäre. Deswegen machen Niklas und ich uns jetzt gleich auf. Richtig coole Sache. Und wir sind einfach mal gespannt. Also ich bin sehr gespannt, denn Niklas weiß ja so ein bisschen, was ihn erwartet. Ich habe halt keine Ahnung, was mich erwartet. Hast du die Kappe gefunden? Nee, du hast aber noch eine zweite, wenn ich die brauche. Let's roll. Glorious weekend. I will see you next week. Until then, later. Best man. Freibier. Das ist vielleicht besser, wenn ich Kurve fahre. Das rutscht relativ mal nach Physik über. Ich habe euch an der Leine, keine Sorge. Leute, so cruisen wir hier durch die traumhafteste Landschaft. So schön. Richtig schön mit einem Äpfelchen, guter Musik. Alter, an dem Hirschstein mitten über die Gasse rennt. Unglaublich. Und einfach einer guten Zeit. Ey, du hast total recht. Hey. Hello. Hello. Oh, hey there. Hier passe ich perfekt her. Ich meine, so viele Kappen, ich immer mit Kappe, das ist doch mein Paradies eigentlich. Eigentlich müsste ich eine Kappe hier lassen. Aber ich habe gerade nur diese eine und ohne Kappe renne ich bestimmt nicht rum, wie ihr wisst. Vielleicht auf dem Rückweg oder so. Do you know how many hats are around here? We do have 11,000. 11,117. Oh, that's amazing. Leute, Lake Manchu. Wir sind da, sehr, sehr geil. Wir sind mal richtig gespannt, wo Andy und Axel stecken und wie es denen geht. Wir haben wie viel Verspätung? 4 Stunden. Ja, das hatten wir uns ein wenig anders vorgestellt, aber wir haben eben unsere Zeit gelassen. War eine coole Zeit, also ich habe sehr genossen. Ja, hat richtig Spaß, man hat auch unterhalten. Alles. Ja, sehr, sehr cool. Ja, Lady Hitti! Na, wie geht's euch? Wir standen übelst im Stau, sonst wären wir viel früher gewesen. Wir sind schon seit 14 Uhr hier. Yeah. Ja. Oh, hier ist da viel Gewicht. Richtig. Oh boy, wir lassen es uns richtig gut gehen hier. Feuer. Da ist der See und der Mond. Guckt euch mal an, man sieht den Mond sogar in der Kamera, weil der so bright ist, das ist einfach unbelievable. Ja, wir haben uns hier noch so schönen Burger und so gegönnt, also wirklich traumhaft. Es ist auch gar nicht so schlimm mit den Mücken hier, oder was sagt ihr? Es geht voll, gell? Der Wind zieht aber auch, dann gehen die auch weg. Also ist schon entspannt und der Axel fühlt sich da im Rauch auch richtig wohl gerade. Ja, läuft bei uns auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Morgen. Moje. Moin. Guckt euch das mal an. Wenn so ein Tag anfängt, dann ist man amerikanisiert. Dann ist man nicht nur amerikanisiert, dann ist es ein perfekter Tag. Man ist am See, die Sonne scheint.
Axel schläft noch. Axel schläft noch, man hat seine Ruhe. Das Feuer brennt und man isst Hotdogs zum Frühstück. Oh boy, ist das geil. Wie geil ist das denn, ey? Einfach mal so eine Art Surfboard gebaut aus einem ganz normalen Plywood. Und jetzt hier auf dem See rumcruisen mit diesem Boot. Ey, vielen Dank, Niklas, dass du uns hierher eingeladen hast. So ein geiler Dude, ey. Wie witzig, dass man sich so kennenlernt. Über YouTube und dann so geile Sachen hier zusammen erlebt. Schaut unbedingt auch bei Niklas seinem Video vorbei. Richtig geile Sache, ey. Geiler Dude. Guten Schwimmen. Wir fahren noch ein bisschen weiter Spritztour machen. Nicht ganz so faul. Bei uns ist ein bisschen das Mittagsloch eingetreten, nachdem wir uns schön ein paar Würstchen gemacht haben und gechillt haben. Und da verkippt jemand sein Wasser. Geh ich mal rum. Das ist YouTube-konform, oder? Im Dschungelcamp drehen sie heute Morgen alle wieder durch. Ihr seht, das sind Abenteuer. Abenteuer hier in Kanada, mitten in der Wildnis. Der eine drückt sich einen Pickel auf der Brust aus. Der nächste schwimmt nackt im Wasser. Da hinten schmiert sich jemand mit Asche ein. Wir essen Stockbrot, ernähren uns von dem, was wir hier finden. Beziehungsweise besser gesagt, was wir mitgebracht haben. Das nenne ich jetzt mal abrupt, Leute. Gerade ein bisschen kacke gewesen. Und zwar sind Axel und ich neuen Sprit holen gegangen. Für den Fall, dass wir noch irgendwie surfen wollen oder angeln oder sonst irgendwas. Und auf der Rückfahrt vom Sprit ist irgendwie so der Hebel um die, der Gearshifter. Abgefallen und ins Wasser. Wir haben den auch nicht mehr wiedergefunden. Long story short. Der Motor ist so aktuell unbrauchbar und muss erstmal einer Reparatur unterzogen werden. Das ist ein bisschen kacke. Deswegen haben wir jetzt netterweise von jemandem per Anhalter mit dem Boot uns am anderen Ende des Sees abholen lassen. Das ganze Zeug hierher gebracht. Wie ihr seht, ist das Boot jetzt schon im Hintergrund auf dem Auto. Wir haben einfach ein bisschen geschafft, ein bisschen die Sachen hier jetzt gemacht, geregelt. Ein bisschen abruptes Abbruch von einem Abenteuer, manchmal gehört sowas wohl eben leider auch einfach mit dazu. Hier werden sich dann jetzt auch erstmal die Wege trennen. Vielen Dank, Niklas, auf jeden Fall, dass du uns hierher geholt hast. Mega geile Sache. Hast mich gefilmt hier beim Spielen, ne? Ja. Sehr gern. Das ist wirklich sehr cool gewesen hier am See. Ich habe es sehr genossen. Selbiges. Wir haben vielleicht noch das Glück, den Axel noch ein bisschen länger zu haben, da müssen wir mal gucken. Der fährt jetzt erst noch mit Niklas nach Fort Nelson und kommt dann eventuell wieder vorbei bei uns. Das müssen wir noch mal gucken. Wir machen uns jetzt jedenfalls weiter Richtung Hot Springs. Genau. Nicht zu kalt. Wir hoffen, dass es noch ein bisschen kühler wird, sodass die Hot Springs dann auch schon hot sind, weil jetzt gerade brauchen wir keine Hot Springs, sondern einfach nur Cool Springs und sonst nichts. Aber mal sehen. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich wieder an die Straße packen, weiter trampen. In dem Sinne, Niklas, vielen Dank. Sehr gern. Haust du rein, mein Freund? Ebenso. Monotrip. Unbedingt auschecken. Link in der Videobeschreibung. Ihr Lieben, schau, haut da rein. Wollt ihr das haben zum Trampen? So ein Schildhalter. Richtig. Probier mal. Schon ein bisschen lustig. Aber da ihr den Fisch habt, viel Spaß damit. Dankeschön. Haut ihr rein. Ja, auch. Oh,